der Yogastunde haben wir ja immer dann noch ein Plauderstündchen, wo wir uns austauschen, versuchen uns zu unterstützen und so zu verbessern. Da sind drinnen jetzt noch die letzten Diskussionsleichen. Ja. Und Laich ist ja auch ein anderer Begriff. Laich heißt ja, dass man was Neues startet. Ne? Also, dass aus einem was Neues herauskommt. Ja? Auch wenn man kein Frosch ist vielleicht. Und immer die Diskussion suchen mit euren Partnern. Ja? Ihr wisst, wo wir uns finden einander. Ja? Wir haben alle Erfahrungen, gute wie weniger gute Erfahrungen. Und die beste Unterstützung und die besten Tipps, ja, finden wir untereinander. Ja. Wir, Partner der Stiftung Josh Go, Botschafter von höherer Demokratie und moderner Spiritualität und dem ganzen kulturellen und edukativen und was weiß ich Zeug, was dazwischen liegt, ja, beteiligt euch an unseren Meetings, an unseren Chats. Ja. Wir müssen einander unterstützen. Und dann haben wir wechselseitig alle was davon. Ja. Also in dem Sinn, seien wir eine Familie, seien wir der Kern der neuen Menschheitsfamilie, ja, und seien wir uns Brüder und Schwester, Geschwister, im Geiste, pure wieder, und unterstützen wir einander, offenherzig, ohne zu kalkulieren, ja, was habe ich davon und was hat er davon, hat er oder sie mehr davon als ich davon. Das ist der Tod, ja, der Community. Einfach offenherzig. Und die Leute spüren das. Die Leute spüren genau, wie man teilt oder nicht teilt oder taktiert. Also einfach offenherzig. Und keine Taktiererei. Dann, und wenn du einmal unter Verdacht kommst, die Dinge nur für dich behalten zu wollen, dann bist du das arme Schweinchen, ja? In der Familie der Adler.